Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Optimierung Unternehmensbedingungen mit Hilfe der Lagrange-Methode. Wir hatten im vorigen Video schon das Einsetzverfahren als eine Lösungsmöglichkeit zur Optimierung Unternehmensbedingungen von Funktionen mit zwei Variablen kennengelernt. Aber dieses Verfahren, das Einsetzverfahren, ist nicht immer so leicht anwendbar und deshalb lernen wir hier die sogenannte Lagrange-Methode kennen, mit der wir solche Optimierungsprobleme unter Nebenbedingungen ganz schematisch, leicht quasi nach Kochrezept lösen können. Wie schaut das also aus? Die Situation, in der wir starten, ist, dass wir eine Zielfunktion haben, das war ein Beispiel vorher eine Kostenfunktion, zeichnen wir also hier auch einmal mit C von x1 und x2. Diese Funktion möchten wir in irgendeiner Form optimieren. Das funktioniert sowohl für die Minimierung als auch für die Maximierung. Aber wir wollen das nicht unter allen möglichen Kombinationen von x1 und x2 machen, sondern nur unter der Nebenbedingung, dass es noch eine andere Funktion gibt. Im Beispiel vorher war das die Produktionsfunktion, die einen bestimmten Wert annehmen soll. Wir lassen also nur die Wertepaare von x1 und x2 zu, die für die Funktion f einen bestimmten Wert q annehmen. Das können wir dann also hinschreiben als folgendes Optimierungsproblem. Optimiere bitte nach x1 und x2 diese Kostenfunktion in Abhängigkeit dieser beiden Variablen, aber unter der Nebenbedingung, Subject to, dass diese Nebenbedingungsfunktion gleich q ist. Und dann kann man zeigen, das werden wir in diesem Kapitel noch nicht machen, aber in einem späteren Kapitel dann nachholen, dass wir das machen können, indem wir uns die Ableitung einer anderen Hilfsfunktion anschauen, der sogenannten Lagrange-Funktion. Um das Problem jetzt zu lösen, machen wir nicht das, was wir im vorigen Video gemacht haben, dass wir die Nebenbedingungen explizit einsetzen und dadurch sehen, dass wir aus der Funktion mit zwei Variablen eigentlich eine Funktion mit nur einer Variablen machen, sondern wir blasen das Problem zunächst noch einmal sogar auf. Wir führen jetzt sogar eine Funktion mit drei Variablen ein. Die nennen wir L für Lagrange-Funktion, nach dem Mathematiker, der dieses Verfahren entscheidend mitentwickelt hat. Und da kommt jetzt zu x1 und x2 noch eine dritte Variable dazu. Die könnte man x3 nennen, wird aber in der Regel häufig Lambda genannt, weil es das griechische L ist wie Lagrange. Wenn Sie das aber stresst, verwenden Sie auch gerne ein anderes Symbol wie x3 oder abc, was Ihnen gut gefällt. Und diese Lagrange-Funktion ist dann folgendermaßen definiert. Wir schreiben zunächst einmal das hin, was wir eigentlich optimieren wollen. Sprich, diese Funktion, die Zielfunktion, schreiben wir da vorne hin. Dann schreiben wir hier hinten in die Klammern noch das hin, was unsere Nebenbedingung sein soll. Ja, das, was wir hier stehen hatten. Wir schreiben die aber so um, dass wir das, was hier noch auf der rechten Seite stand, dass wir das Minus nehmen, dass das quasi gleich 0 ist. Wir schreiben also unsere Nebenbedingung so um, dass sie gleich 0 ergibt und diese Nebenbedingungsfunktion, die schreiben wir hier nach hinten hin. Und dazwischen, zwischen unserer Zielfunktion und unserer Nebenbedingung schreiben wir dann noch minus Lambda mal und den Lambda, das Lambda nennen wir dann eben den Lagrange-Multiplikator. Und dann kann man zeigen, dass man dieses Optimierungsproblem unter Nebenbedingungen dann löst, wenn man die kritischen Punkte dieser Lagrange-Funktion bestimmt und sich anschaut. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Fassen wir das also zusammen. Dieses Optimierungsproblem wollen wir lösen. Erster Schritt ist Lagrange-Funktion aufstellen, Zielfunktion minus Lambda mal Nebenbedingungen gleich 0. Und dann suchen wir kritische Punkte oder stationäre Punkte dieser Lagrange-Funktion. Und genau wie im eindimensionalen Fall, wo wir nach nur einer Variablen ableiten, sind diese kritischen Punkte so definiert, dass wir sagen, wir bilden einfach alle partiellen Ableitungen, die nach x1, die nach x2, die nach Lambda, nennen wir also hier L1', L2' und L3', alle drei partiellen Ableitungen bilden wir und alle drei setzen wir gleich 0.
Dadurch entsteht dann ein Gleichungssystem von drei Veränderlichen mit drei Gleichungen und das können wir hinterher auflösen. Und die Ableitung habe ich hier dann auch schon etwas schematisch hingeschrieben. Wenn ich nach x1 ableite, habe ich hier die Ableitung von der Differenz, muss ich also zunächst mal die Kostenfunktion nach x1 ableiten. Und dann bekomme ich minus Lambda, ist ein konstanter Faktor, wenn ich nur nach x1 ableite und dann die Ableitung von, die partielle Ableitung f1'. Und dasselbe passiert, wenn ich partiell nach x2 ableite, dann bekomme ich hiervon die partielle Ableitung nach x2, der konstante Faktor minus Lambda bleibt stehen und dann die partielle Ableitung von f nach x2 und die Konstante minus q mal Lambda, die fällt einfach weg beim Ableiten. Und im dritten Schritt, wenn ich jetzt nach Lambda ableite, dann ist Lambda die einzige Veränderliche. Das heißt, dieses hier, das Ganze sieht dann aus wie eine lineare Funktion sozusagen. Dann habe ich hier was stehen, a minus Lambda mal b. Und a und b sind irgendwelche Konstanten und Lambda ist meine einzige Veränderliche. Das heißt, die Steigung ist minus b und die bekommen wir dann als Ableitung heraus. Also minus diesen Nebenbedingungswert. Und wenn wir das gleich 0 setzen und wieder umformen, kommt dabei f minus q gleich 0 oder f gleich q auch wieder heraus. Das heißt, die Ableitung nach Lambda hat nur die Funktion, dass wir die Nebenbedingung gleich wieder da stehen haben. Und ja, das ist also auf den ersten Blick etwas aufwendig, weil wir jetzt diese drei partiellen Ableitungen bilden müssen, 0 setzen müssen und auflösen müssen. Wir werden aber sehen, dass wir das ganz schematisch rechnen können und wenn wir das ein bisschen üben, werden wir da auch sehr viel schneller und können damit recht schnell und sicher solche Optimierungen unter Nebenbedingungen lösen, wie sie gerade in der Volkswirtschaft eben häufig vorkommen. Schauen wir uns also dafür nochmal das gleiche Beispiel an, was wir im Video vorher auch schon betrachtet haben. Wir hatten eine lineare Kostenfunktion, die Inputfaktoren x1 und x2 haben Kosten von 2 bzw. 3 Geldeinheiten und die Nebenbedingung war, dass unsere Produktionsfunktion 100 mal x1 mal x2 ein Produktionsniveau von 200 erreichen soll. Das ist also das Optimierungsproblem. Schreiben wir dafür die Lagrange-Funktion einmal hin. Nehmen wir als erstes die Zielfunktion, die wir vorne hinschreiben wollen, das, was wir eigentlich optimieren wollen. Wir möchten die Kosten minimieren, aber unter der Nebenbedingung, dass unser Output-Niveau immer noch 200 ist. Und dann formulieren wir also die Nebenbedingung so um, dass wir die 200 mit auf die linke Seite bringen, haben also 100 mal x1 mal x2 minus 200, das soll gleich 0 sein. Und dazwischen schreiben wir dann nur noch diesen Lagrange-Multiplikator minus L. Soweit, so gut. Das ist also der erste Schritt. Wir haben unsere Lagrange-Funktion richtig formuliert. Dann müssen wir jetzt die drei partiellen Ableitungen bilden. Machen das also zunächst mal mit der Ableitung nach x1. Dann haben wir hier wieder eine Summe stehen. Die Ableitung von der Summe ist die Summe der Ableitung. Erster Term abgeleitet ist 2 nach x1. Wenn ich diesen zweiten Term jetzt nur partiell nach x1 ableite, fällt der weg, weil der gar nicht von x1 abhängt. Ist also wie eine Konstante. Dann habe ich hier als dritten Term minus 100 mal x1 mal x2 mal Lambda. Das, wenn ich es als Funktion nur von x1 betrachte, ist wie eine lineare Funktion und der Steigungskoeffizient ist sozusagen minus 100 mal x2 mal Lambda. Und dann bekommen wir ganz am Schluss noch plus Lambda mal 200, wenn wir die Klammer ausmultiplizieren. Das ist aber wieder eine Konstante, die nicht von x1 abhängt und somit beim Ableiten wegfällt. Und damit ist also unsere erste Ableitung nach x1 komplett, die partielle Ableitung. Und die erste Bedingung, die wir haben wollen, ist, dass also dieser Ausdruck hier gleich 0 sein soll. Dann machen wir das Gleiche auch
für die partielle Ableitung nach x2. Der Term hängt nicht von x2 ab, fällt beim Ableiten weg. Der Term ist linear, wir bekommen die Steigung heraus. Dieser Term, betrachtet nur als Funktion von x2, ist wieder wie eine lineare Funktion und wir bekommen dann also eine konstante Steigung heraus. Und minus Lambda mal minus 200 ist wieder plus 200 Lambda, hängt nicht von x2 ab, fällt beim Ableiten weg und auch diese partielle Ableitung soll bitte schön 0 sein. Und die dritte partielle Ableitung. Der erste Term hängt nicht von Lambda ab, fällt weg. Der zweite hängt nicht von Lambda ab, fällt weg. Und der dritte ist minus Lambda mal irgendwas. Und dieses Irgendwas ist eine Konstante, die nicht von Lambda abhängt. Wir haben also sowas wie eine lineare Funktion und behalten dann 100 mal x1 mal x2 minus 200 übrig. Und auch das soll gleich 0 sein. Und wenn ich das dann auflöse, bekomme ich genau wieder hier unsere Nebenbedingung heraus. Und das ist immer so. Die partielle Ableitung nach Lambda ergibt immer wieder die Nebenbedingung. Ich schreibe mir das also hier auf den Folien nochmal sauber hin. Die erste Bedingung war also 2 minus 100 mal Lambda mal x2 soll gleich 0 sein. Und wenn wir das zum Beispiel nach x2 auflösen, indem wir also die 100 mal Lambda mal x2 nach rechts bringen und dann durch 100 Lambda wieder durchdividieren, dann, ich schreibe die Schritte vielleicht kurz hin, und dann dividieren wir noch durch 100 Lambda, da haben wir 2 dividiert durch 100 mal Lambda ist gleich x2 und das kann ich auch schreiben als 0,02, 2 durch 100 dividiert durch Lambda. Genauso kann ich dann die partielle Ableitung nach x2 gleich 0 setzen und auflösen. Auch hier den Term bringen wir wieder nach drüben und dividieren durch 100 Lambda und erhalten dann, dass x1 gleich 0,03 durch Lambda sein muss. Und die partielle Ableitung nach Lambda gleich 0 gesetzt ergibt wieder die Nebenbedingung. Die kann ich hier noch ein bisschen vereinfachen. Wenn ich durch 100 dividiere, dann steht da einfach x1 mal x2 gleich 2. Halten wir also nochmal diese drei Gleichungen fest, die unser stationärer oder kritischer Punkt nun erfüllen muss. x1 muss gleich 0,03 durch Lambda sein, x2 gleich 0,02 durch Lambda und das Produkt von x1 und x2 muss gleich 2 sein. Dieses Gleichungssystem müssen wir jetzt also nach den drei Variablen auflösen. Was man da macht, kann man sich im Prinzip aussuchen. Was hier relativ naheliegend ist aus der Form, ist, dass ich mal die ersten beiden Gleichungen in die dritte einsetze. Dass ich also x1 mal x2 gleich 2 nehme und dann habe ich 0,03 dividiert durch Lambda mal 0,02 dividiert durch Lambda ist gleich 2. Und das kann ich ausmultiplizieren. Das ist dann 0,006 dividiert durch Lambda zum Quadrat und das soll gleich 2 sein. Und wenn ich dann hier drüben weitermache, kann ich das Lambda-Quadrat auf die andere Seite bringen und durch 2 dividieren. Dann ist also Lambda-Quadrat gleich 0,003 und dann kann ich die Wurzel ziehen. Lambda ist die Wurzel aus 0,003. Die gut aufpassen, werden auch an dieser Stelle wieder sagen, muss ich nicht sagen, plus minus die Wurzel aus 0,0003. Ja, ist im Prinzip richtig. Um diese Gleichung aufzulösen, könnte das Lambda positiv oder negativ sein. Aber ich muss ja das Lambda hier vorne bei x1 und x2 einsetzen und dann muss etwas Positives herauskommen. x1 und x2 sind Mengen von Inputs und die müssen positiv sein, anders sind die in dieser Produktionsfunktion gar nicht definiert. Das heißt, das kann ich hier wieder zurück machen und kann nur das positive Lambda betrachten.
Und wenn ich das also in den Taschenrechner eintippe und ausrechne, bekomme ich hier 0,0173 und so weiter heraus. Also Runden sollte man da natürlich nicht zu früh, sondern am besten im Taschenrechner die Wurzel 0,0003 eingespeichert lassen und dann kann man das Ganze jetzt hier und hier einsetzen. Wenn wir das tun, erhalten wir für x1 1,7321 und so weiter und für x2 gleich 1,141547 und so weiter. Und wenn wir die beiden dann in die Kostenfunktion einsetzen, erhalten wir auch wieder unsere 6,9282 und so weiter. Wer sich also das Video vorher schon angeschaut hat, wo wir das Substitutionsverfahren verwendet hatten, da hatten wir natürlich genau die gleichen Lösungen erhalten. Also das Optimum ändert sich jetzt nach dem Verfahren nicht. Das Einsetzverfahren und das Lagrange-Verfahren liefert genau das gleiche Ergebnis. Und dann könnte man jetzt sagen, warum soll ich denn dann überhaupt das Lagrange-Verfahren hernehmen? Das Einsetzverfahren hat ja gut funktioniert, ist grundsätzlich auch richtig. An den Stellen, wo die Nebenbedingung eine so einfache Form hat wie hier, die ich also leicht nach x2 auflösen kann und wenn ich es dann einsetze, auch leicht ableiten kann, da kann ich das Einsetzverfahren verwenden und bekomme die richtige Lösung heraus, gar kein Problem. Aber es gibt eben auch viele Nebenbedingungen, die viel schwieriger aufzulösen sind. Stellen wir uns vor, das wäre also eine quadratische Funktion, die wir da auflösen müssten. Da müssten wir also in unsere übliche ABC oder PQ-Formel für quadratische Gleichungen einsetzen, müssten damit dann noch wieder weiter ableiten und das würde relativ schnell relativ kompliziert werden. Und es gibt auch Fälle, die man damit gar nicht schön rechnen kann. Hingegen diese Lagrange-Methode ist zwar immer ein bisschen mehr Schreibarbeit, aber jeder der Schritte, die man da durchführt, ist eigentlich nicht besonders schwer. Deshalb sollte man die Schritte gut üben, dass man das dann sicher umsetzen kann, wenn man das eben in der Volkswirtschaft einsetzen möchte. Also immer Lagrange-Funktion hinschreiben, alle drei partiellen Ableitungen ausrechnen, Null setzen und auflösen. Jetzt wollen wir noch kurz uns anschauen, ich möchte es zumindest motivieren, warum denn die Lagrange-Methode auch funktioniert. Die ist ja jetzt hier so ein bisschen vom Himmel gefallen. Ich habe gesagt, man kann zeigen, dass das funktioniert, habe es aber noch nicht getan. Warum habe ich es noch nicht getan? Weil wir dafür noch ein paar Rechenregeln brauchen, ein paar Darstellungsweisen, die wir noch nicht kennengelernt haben. Das werden wir also erst in einem späteren Kapitel nachholen. Und damit das Lagrange-Verfahren nicht nur ein reines Kochrezept ist, möchte ich also hier einmal ein paar Dinge noch versuchen zu motivieren. Wir hatten beobachtet, dass im Optimum die Tangente der Nebenbedingung gleich der Tangente der Niveaulinie der Zielfunktion ist. Ja, also diese Höhenlinien der Zielfunktion, der Kostenfunktion, waren gleich der Tangente an diese Nebenbedingungsfunktion. Und was man also braucht, um die beiden gleichzusetzen, dass man dieses Optimum findet, ist also die Steigung dieser Niveaulinie. Und da kann man zeigen, und das ist eben etwas, was wir erst in einem späteren Kapitel richtig machen können, dass diese Steigung genau das Verhältnis der partiellen Ableitung sind. Also für die Nebenbedingung, hier das, was aus der Produktionsfunktion herauskommt, braucht man das Verhältnis der partiellen Ableitung von dieser Produktionsfunktion. Und für die Niveaulinien der Zielfunktion braucht man das Verhältnis der partiellen Ableitung von dem C, hier also unserer Kostenfunktion. Und die beiden müssen im Optimum gleich sein und es muss natürlich die Nebenbedingung gelten. Und die Gleichheit dieser beiden Verhältnisse ist etwas, was durch diese ersten beiden Nebenbedingungen sichergestellt wird. Die kann ich nämlich beide auch umschreiben, kann sagen, C1' ist dann Lambda mal F1' und das ist dasselbe wie C1' durch F1'. Das soll gleich Lambda sein und dasselbe bekommen wir hier hinten auch. Das muss also auch noch gleich C2' durch F2' sein. Also auch hier plus Lambda mal F' auf die andere Seite und dann durch F'
dividieren und das muss gleich demselben Lambda sein. Ich habe also diese Gleichung hier stehen und dann kann ich die jetzt umformen und kann das f1 hier oben hin und das c2' hier unten hin multiplizieren. Und dann haben wir also genau da stehen, dass das Verhältnis dieser partiellen Ableitung das gleiche sein muss und die dritte Bedingung ist immer die Nebenbedingung. Ja, wie sah das grafisch aus? Wir hatten hier die Menge x1 und die Menge x2. Das waren alle möglichen Kombinationen, die die Nebenbedingungen erfüllen, die ich also auch hier hinschreiben konnte als x2 ist gleich 2 dividiert durch x1. Und die Tangente, ja, in diesen verschiedenen Punkten kann ich mir jetzt ausrechnen als das Verhältnis der partiellen Ableitung der Produktionsfunktion und nur an einer Stelle, nämlich an der hier, ist das genau gleich der Tangente der Zielfunktion hier, der Kostenfunktion. Und damit finden wir die optimale Faktorkombination, die wir suchen. Ist nur eine kleine Motivation, um zu sehen, da steckt mathematisch mehr dahinter und wir werden das auch noch alles genau durchdringen, werden es wirklich genau herleiten, aber erst im Kapitel 6, wo wir uns die Analysis von Funktionen mit mehreren Variablen genauer anschauen werden.